Der anstehende Marvel-Film Avengers Infinity War steht an und er vereint alle Helden des Marvel-Universums gegen den gemeinsamen Feind Thanos. Doch Moment, wirklich alle Helden des Marvel-Universums? Mancher Kinogänger fragt sich nach den Trailern vielleicht, warum die X-Men nicht ihre Hilfe anbieten, wenn es doch sogar die Guardians of the Galaxy tun. Hat man die vielleicht in den Trailern vergessen? Der Grund dafür ist gleichermaßen einleuchtend wie komplex. Die Filmrechte aller Marvel-Helden liegen bei 4 unterschiedlichen Filmstudios. Ich bin Flo, ihr seid bei Nerdstar und heute entwirre ich euch ein bisschen das komplexe Netz der Marvel-Filmrechte. Beginnen wir mit Universal. Universal besitzt die Hauptvertriebsrechte an den Charakteren Hulk, Namor und den jeweiligen Support-Charakteren. Was bedeutet, dass Filme, in denen diese Charaktere die Hauptrolle übernehmen, nur mit Hilfe von Universal produziert werden dürfen. Dies gilt allerdings nicht für Filme, in denen der Hulk nur einer von vielen Charakteren ist, wodurch es Marvel Studios möglich war, den Hulk bzw. Bruce Banner sowohl in den Avengers-Filmen als auch in Thor Ragnarok einzusetzen. Eine Zusammenarbeit für weitere Solo-Filme des Hulks wird von beiden Seiten allerdings abgelehnt. Sony besaß bis 2015 das alleinige Recht, Filme rund um Spider-Man zu produzieren und zu vertreiben. Dies führte zu der durchaus erfolgreichen Trilogie mit Tobey Maguire und zu den nicht ganz so erfolgreichen Amazing Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Seit 2015 hat Marvel die Erlaubnis, Spider-Man und einige Charaktere aus dem Umfeld zu nutzen, was Sony allerdings nicht davon abhält, weiterhin Filme zu produzieren, deren Hauptcharaktere mit Spider-Man assoziiert werden. So veröffentlicht Sony Ende des Jahres einen Venom-Film und auch einen animierten Spider-Man-Film. Inwiefern die Filme, die Sony ohne Einfluss von Marvel produziert, Teil des Marvel Cinematic Universe sind, ist ein beliebtes Diskussionsthema. Während Sonys Amy Pascal immer wieder sagt, dass Filme wie Venom Teil des MCU sind, widerspricht ihr Kevin Feige, seines Zeichens Präsident von Marvel Studios und kreativer Kopf hinter dem MCU, stets deutlich. Die Rechte an einem sehr großen Teil von Marvel-Charakteren liegen bei Fox. Neben Marvels First Family, den Fantastic Four, welche dank Fox 3 Filme bekommen haben, besitzt Fox noch die Rechte an den X-Men. Das bedeutet, dass alle Charaktere, die in den Comics als Mutanten erschienen sind, exklusiv von Fox genutzt werden können. 10 Filme aus dem X-Men-Franchise hat Fox bereits veröffentlicht und 3 sind noch für Ende diesen Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres geplant. Spannend ist ja auch die Zukunft von Fox. Zwar hat das Studio über das Jahr 2019 hinaus weitere X-Men-Filme angekündigt, allerdings wurde Ende 2017 bekannt, dass Disney plant, große Teile von Fox zu kaufen, unter anderem die Film- und TV-Studios. Wenn dieser Deal zustande kommt, würden alle Rechte der X-Men und der Fantastic Four wieder an Marvel zurückgehen, denn Marvel Studios ist eine Tochterfirma der Walt Disney Company. Damit könnten diese ins Marvel Cinematic Universe integriert werden. Und damit sind wir schon beim 4. Rechteinhaber, den Marvel Studios. Hier liegen quasi alle übrigen Rechte an Charakteren. Ob man es sich heute vorstellen kann oder nicht, Iron Man, Captain America und die Avengers waren in Sachen Popularität auf einem absteigenden Ast, bevor 2008 Marvel Studios dann Iron Man und die Incredible Hulk auf die Kinoleinwand brachten. Das Risiko sollte belohnt werden und der Rest ist Geschichte. Heute, 10 Jahre und 18 Filme später, scheint das Marvel Cinematic Universe nicht mehr aufzuhalten zu sein, denn bis 2022 sind noch 11 weitere Filme geplant und sollten die X-Men wirklich nach Hause kommen, werden es sicher noch einige mehr. Auch wenn sich Marvel jetzt vielleicht ärgern mag, nicht alle Filmrechte zu besitzen, so blieb ihnen Mitte der 90er allerdings nichts anderes übrig, als einen Teil zu verkaufen, um einen drohenden Bankrott abzuwenden. Die Avengers mag es ärgern, dass ihnen im Kampf gegen Thanos ein paar wichtige Verbündete fehlen. Der Filmindustrie hat es in den letzten Jahren aber einige Dollar eingebracht. Was denkt ihr? Welches Studio hat bisher den besten Marvel-Film veröffentlicht und welcher Held fehlt den Avengers am meisten? Lasst uns einfach einen Kommentar da. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal.